Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich war mit der lieben Tina und der Sonja auf der mittleren Map unterwegs. Wir hatten eine super spannende und actionreiche Runde, die, ich will nicht zu viel verraten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Horizon, ich habe vorhin gesagt, tatsächlich, dass ich morgen oder übermorgen mal gucken werde, was es für Clips gibt oder wie viele. Und dann eventuell eine Hand-Showdown-Abenteuer wieder zusammenbasteln. Also ich glaube so am Donnerstag, Freitag. Oh, oh, Boss ist hier. Denn ist ja auch egal. Hallo Haribo-Tüte. Da wird Cookie traurig sein, dass du sie löschen musst. Bezogen auf Hanna. Ach so, ich hab's nicht gedacht. Ja, ich muss sie leider löschen, sonst komme ich nicht mehr auf Twitch drauf. Das ist ganz seltsam bei mir. Ja, ja, ich hab den extra. Achso. Achso, sehr cool. Heilung. Am Zug. Nochmal wo? Da, am Zug, rechts unten. Die ersten Male, als ich gesagt habe, ich war mute gewesen gerade in dem Moment. Wisst ihr, was komisch ist? Ich hab noch nicht gewusst, dass man das zumachen kann. Das schon immer da? Welches denn? Das hier? Da, ja. Ja klar. Das habe ich nicht gewusst. Einer ist schon hier hinten irgendwo. Auf dem Dach. Ja, einer ist da unten, einer oben auf dem Dach, einer unten. Als alle drei zwischen Südwesten und Nordwesten. Mhm. Oh, 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 da war ich wieder auf dem Dach. Einer hat Hit. Die Falle. Oh, einer steht, glaube ich, mit der Sniper auf Nordwesten. Ich bin drinne. Ich kann nicht aufhören. Oh, ich muss los. Hast du eine Bounty, Tina? Nee. Nee. Okay. Er ist eingepackt. Also wie gesagt, auf Nordwesten sitzt, glaube ich, ein Sniper. Nice! Sensationell! Abgelenkt hast. Richtig gut. Ich habe ihn angeschossen durch die Wand. Ja. Der andere? Ich guck kurz. Westen. Oh ja, das ist der. Hat Hit. Mit Froschen. Jo, ich war drauf, dachte ich. Millimeter drüber. Hat Hit.
Die bleibt einfach stehen, die Sau. Ja, ja, hat der andere auch gemacht. Einfach stehen geblieben. Nice! Das war easy. Darf man das sagen? Das darf man nicht sagen, ja. Hat noch Geier? Ihr auch? Was? Ja. Geier? Ja, ich guck mich mal um. Hier ist nichts mehr. Ich geh erstmal da hinten hin. Der hatte gar keine Sniper. Da hatte die Magazzini. Wollt ihr raus oder nach oben? Wir können. Also, mir ist egal. Also, ich habe nichts. Du hast das verloren. Du musst entscheiden. Nein, nur, ja. Wir können hochgehen. Letzte Runde eh, ne? Ja. Pass auf, das Fass auf, bitte. Ich mach's mal eben kaputt. Hm. Ich muss mal in die Muni greifen. Ich habe nämlich ganz wenig nur noch. Die kommen. Komm zurück, Tina. Ja. Oh, jetzt hab ich mir was kaputt gemacht. Sind schon close? Die waren ja zwischen Nordosten und Osten drei Mann. Die haben ja keinen Bounty, ne? Nein. Nee. Ja, die sind hinten Richtung Osten, Südosten. Hier drin bleiben erstmal. Mhm. Vielleicht kommt noch einer zur Kammer. Ja. Ziemlich weit hinten, hört ihr, ne, das Pferd? Ja. Mhm. Drei Mann. Einer Süden, Südosten und Osten, Nordosten, so den Dreh. Jetzt ist aber mal Ruhe hier. Nein, ein Millimeter zu tief. Da zuletzt gesehen, nach rechts gelaufen vom Ping aus. Ja, ein Reaper steht hinterm Hundekäfig. Oh.
Hab ein. Warte. Oh, Mann. Mich sowieso 40 Meter durch die Wand von gerade. Wow. Nee? Alter, ja, jetzt bin ich tot. Der Mann. Läuft zu dem. Sorry, aber der wäre mal saudumm. Und noch einer, ich guck mal. Der ist hier vorne am Zug. Ja, der schießt schon auf mich. Jetzt ging mir aber die Pumpe. Ich guck noch mal, ja? Alles frei. Oh, Admiral, aber ich bin so eine Fluppe in CS. Fürchterlich. Ich bin als wir sind alle schlecht eingerankt. Mark, ein Kumpel von mir, der immer ziemlich hoch war, der ist nur Silver Elite Master oder so. Und ich bin Silver 2 eingerankt. Und trotzdem sind die Gegner saustark. Ich weiß nicht, was da nicht stimmt. Dina, ich habe ein Glas Dreck für dich. Rat mal, was da drin ist. Ey. Der kann nicht noch. Gut. Wir waren ja auch im Lauf gewesen, dann haben wir den Gepanzerten gehört. Dann zwei Sekunden haben wir gestanden, dann kamen wir uns in den Arme schon. Richtig, ganz öffentlich, ja. Komplett öffentlich. Ja, was für eine Runde. Heute mal wieder eine etwas kürzere Runde. Das liegt daran, dass ich sehr lange gestreamt habe. Naja, sehr lange, bis 2:30 und jetzt muss ich noch ein Video schneiden oder musste ich noch ein Video schneiden und da habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du das. Das dauert nicht so lange. Ich habe nämlich so eine Kategorie bei mir, verschiedene Ordner mit kürzeren Runden, verschiedene Ordner mit mittellangen Runden und verschiedene Ordner mit langen Runden beziehungsweise ein Ordner. Insgesamt 3 Ordner und da sind dann andere Ordner drin, aber ich habe mir heute einen rausgesucht aus dem kurzen Ordner. Aus dem kurzen Ordner, oh Gott, ich bin sowas von durch, nehmt's mir nicht übel. Der eine Kill war sensationell, da habe ich den einen, der hat halt, den einen habe ich mit Stacheldraht bedeckt und dann wollte der eine den Stacheldraht wegmachen, eigentlich auch total doof, richtig, richtig doof, ja. Ich meine, er weiß ja, dass hinten die Tür aufgeht, da muss er da eine Choke hinwerfen oder so und dass da keiner rauspushen kann, beziehungsweise dass er hört, wenn da jemand rauskommt, hat er nicht gemacht. Und dann habe ich ihn durch die Wand angeschossen und Tina hat ihn gefinisht, sensationell gemacht. Und ganz von dem letzten Team, der eine, der da hinten stand und wollte den heben, das war natürlich auch selten doof, war tatsächlich eine 4,5er Lobby. Wenn ich das jetzt so sehen würde und würde denken, beziehungsweise würde nicht wissen, was das für eine Lobby war, hätte ich gesagt, das ist eine untere Lobby, weil das, ganz ehrlich, ab und zu mal droppt man runter und dann spielt man in der unteren Lobby und da ist es tatsächlich dann noch schwerer, weil man die Leute nicht einschätzen kann. In höheren Lobbys ist es so, dass du nicht immer, aber oftmals weißt, was in etwa die Gegner machen. Und in unteren Lobbys, sau schwierig, wirklich sau schwierig. Heißt nicht, dass die Leute schlecht sind, aber die spielen halt total konfus manchmal. Das ist ganz, ganz seltsam.
Und wenn du einmal unten bist, kommst du auch gar nicht so schnell hoch, weil du musst erstmal gegen die Leute spielen. Das ist echt nicht so einfach. Und bei dem einen habe ich gedacht, wie der den aufgehoben hat, warum macht er das? Oder der andere mit dem Stacheldraht da hinten, was ich gerade erzählt habe. Sehr, sehr komisch. Aber ja, ich bin durch. Es tut mir leid. Die Woche kommen noch längere Runden. Die Woche kommen auch sehr, sehr krasse, actionreiche Runden. Ich bin am Überlegen, ab morgen unsere Turnierrunden zu zeigen. Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Tina, Sonja und meine Turnierrunden, weil die waren auch teilweise sensationell. Freut euch drauf. Da kriegt ihr noch einiges zu sehen und sehr, sehr viele Kills. So. Heute Mittag ab 14 Uhr bin ich wieder on. Es tut mir leid für das konfuse Outro. Würde mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen auf Twitch live ab 14 Uhr. 1049.de heiße ich dort, genauso wie hier auf YouTube. Mein Teamspeak ist unten verlinkt, genauso wie game.de. Die haben wir denn nämlich extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen. Könnt auch game.de gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber Teamspeak Mumble, Rootsurfer, Gameserver, Webserver. Da geht's schon los, etc. Sucht halt eine super Adresse. Holy Energy ist unten verlinkt, guckt es euch mal an. Zwei Rabattcodes und der Link ist unten. Mehr habe ich nicht zu sagen. Wir sehen uns ab 14 Uhr oder morgen 9:30 Uhr auf YouTube. Sorry, tschüss.